manchmal läuft das einfach so dahin und lalala. Da kommt dann auch schon mal schnell ein bisschen was zusammen. Und so habe ich mir dann doch 1500 Euro erspart. Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Es ist noch sehr früh, deswegen ich hoffe, wir kommen nicht zu sehr in den Stadtverkehr. Ich habe das neue Mikrofon, wie ihr vielleicht hören könnt. Und es ist so cool, wirklich. Also ich habe vorher so eine kleine Testaufnahme gemacht. Ich hoffe, es passt jetzt auch mit Windgeräuschen. Und ja, auf jeden Fall so geil, wenn man aufnimmt und weiß, man nimmt doch wirklich auf. Heute geht es ein bisschen darum, wie man sich eben ein Motorrad leisten kann, wenn man eventuell noch zur Schule geht oder genau, wenn man eben recht spontan entscheidet, ein Motorrad haben zu wollen, aber eben nichts beiseite hat. Also bei mir war es ja so, und eben meine Story dazu so, und bei mir war es so, ich habe ein bisschen Glück gehabt quasi, weil ich eigentlich, wie ich so mit dem ganzen Führerschein-Zeugs begonnen habe, auf ein Auslandsjahr gespart habe. Und deswegen hatte ich einen recht dicken Polster beiseite, das war ganz angenehm. In dem Fall muss ich sagen, es lohnt sich zu sparen. Spart halt, also mein Tipp ist wirklich, spart drauf. Auch wenn ihr vielleicht ein bisschen warten müsst. Ich meine, es gibt ja noch Geburtstag und Weihnachten und ihr wisst, was ich meine. Da bekommt man dann sicher auch ein bisschen gesponsert von Eltern, Großeltern, Tante, Onkel, wer auch immer. Da kommt dann auch schon mal schnell ein bisschen was zusammen. Es kommt natürlich darauf an, auf was ihr spart, das ist klar. Auf jeden Fall, bei mir war es so, ich habe, also mein Motorrad eben konnte ich leicht finanzieren, weil ich ja schon einiges gespart hatte. Mir haben meine Eltern, waren auch so nett, dann haben mir für den Führerschein, also für die Kurse und so, haben die mir was beigelegt fürs Fahrsicherheitstraining und. Ich mein, Fahrsicherheitstraining ist erst nachher gekommen. Aber so den Schein selbst habe ich eigentlich recht gut selbst finanzieren können. Und eben beim Motorrad, da habe ich, ja, weil ich halt für den Schein schon recht viel ausgegeben habe, hat mir meine Mama ein bisschen was geliehen. Also so könnt ihr auch machen. Das habe ich zum Beispiel bei einem kleinen Teil, also der Summe, weil es sich dann nicht ganz so ausgegangen ist, auf mein Motorrad gemacht und habe das auch meiner Mama im selben Monat, glaube ich sogar, oder im nächsten dann zurückgezahlt. Und das könnt ihr auch machen, außer eure Eltern sind natürlich so spendabel. Aber gut, dann wären wir nicht bei dem Thema Probleme mit der Finanzierung. Aber ja. Und was ich auch als großen Tipp geben kann, gerade wenn ihr so anfangt mit dem Motorradfahren, kauft euch nicht das Motorrad neu. Kauft euch gebrauchte Motorräder. Es gibt genug Motorräder, ihr müsst halt wichtig ist, schaut halt drauf, dass sie nicht so viele Kilometer haben und so. Oder vielleicht auch natürlich, was ist jetzt klar, was gemacht werden muss. Also sprich, muss jetzt wieder ein Service gemacht werden, also wieder fallende Kosten. Ich habe meins auch Gebrauch gekauft und ich muss sagen, ich habe da wirklich Glück gehabt. Es ist frisch vom Service gekommen, es hatte neue Reifen, es hatte frisch Ölwechsel und alles und ist eigentlich, also meins ist eigentlich so vom 10.000er Service gekommen. Und ja, ich habe dann halt, ja, die Kette habe ich noch machen müssen. Aber informiert euch, wenn ihr ein Motorrad Gebrauch kauft, was ganz wichtig ist, was muss gemacht werden, was ist schon gemacht und wie viel kostet das auch, weil das müsst ihr natürlich dann so im Endeffekt zum Preis dazu rechnen. Aber ihr steigt wesentlich günstiger aus, als wenn ihr euch das Ding einfach neu kauft. Und das zahlt sich schon aus, gerade wenn man jetzt sagt, okay, erstes Mal Motorrad fahren, man möchte es einfach mal ausprobieren und vor allem, wenn das Ding mal liegt, weint ihr, ich meine, ihr weint auch, weil es tut weh, aber es ist nicht so schlimm, als wenn ihr ein neues Motorrad hinlegt. She fucked up. Oh Gott! Oh. Ein großer Tipp, kauft es gebraucht. Bruh. Oder auch wenn für das Geld nicht reicht, ist ja auch nicht günstig. Also ich habe für meine CB, die ist aus dem Baujahr 2013, 2014 zugelassen, hatte eben 14.000 Kilometer, wie ich sie gekauft habe. Und ich habe gezahlt 4.500. Neu hätte die sicher, ja, so um die 6.000 gekostet. Und so habe ich mir dann doch
1500 Euro erspart eigentlich. Und das ist schon eine Menge Geld für das. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich gehe arbeiten. Das wäre schon Punkt Nummer 3. Besorgt euch einen Job, weil natürlich das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Genauso wenig wie der Bizeps, würde jetzt da von Tobi sagen. Sucht euch einen Nebenjob, einen Samstagsjob, Ferienjob, was auch immer. Dann habt ihr einfach Geld auf der Seite. Ist vielleicht jetzt nicht mega viel, weil so, ich weiß, Studentenjobs und so sind jetzt ja. Neben der Schulzeit, ich habe immer am Samstag, also die letzten Jahre, gearbeitet. Und ich meine, zur Matura habe ich dann Auszeit genommen, aber das kann man ja alles besprechen, so. Aber macht das. Und es zahlt sich aus, ihr habt Geld, ihr seid finanziell ein Stück unabhängiger, was euch natürlich auch viel mehr Dinge ermöglicht, als wenn ihr jedes Mal bei den Eltern ankommen müsst. Und eure Eltern werden das sicher auch begrüßen, wenn ihr eben selber auch mal Geld verdient, damit ihr mal, das sieht man einfach, man bekommt dann einfach einen ganz anderen Bezug zu Geld, wenn man mal selber Geld verdient hat, das wirklich legt, so viel es geht auf die Seite, spart was. Und desto mehr das ist, desto schneller habt ihr natürlich dann Motorrad erspart. Ihr könnt natürlich auch was verkaufen. Und zwar, wenn ihr Sachen habt zu Hause, überlegt, ob das Klumpert wirklich noch gebraucht wird. Ich weiß, dass dem nicht, oft nicht so ist und dass oft Sachen einfach nur so herumstehen. Und wenn ihr überlegt und ihr habt ein Jahr lang die Dinge nicht verwendet, dann Hand aufs Herz, aber dann könnten die Dinge weg, weil dann braucht ihr die wahrscheinlich auch nicht. Und wenn es etwas ist, was einen Wert hat, kann man das natürlich auch verkaufen, auch viel haben und so. Habe ich auch schon öfter gemacht. Ihr seid krempellos, habt Platz für Neues und Geld gibt es auch noch dabei, also warum nicht? Müsst natürlich immer schauen, rentiert sich das, ist der Wertverlust, also ja, ihr wisst eh, also da muss man halt einfach schauen, aber grundsätzlich kann man natürlich auch so schnell an Geld kommen. Es gibt genug Möglichkeiten, also von Eltern um Geld fragen, was ich jetzt eigentlich so am schlechtesten finde, bis zu halt arbeiten gehen, Sachen verkaufen, Motorrad dann, wenn es soweit ist, gebraucht kaufen. Also da spart ihr euch schon was zusammen, wenn man es, ja, wenn ihr jetzt weniger oder kein Geld habt. Und wenn das alles nicht hilft, wenn ihr noch zu jung seid für einen Job, ich meine, dann seid ihr auch noch zu jung zum Motorradfahren. Man darf erst ab, oder wann darf man Moped beginnen? Ich glaube, mit beginnen mit 14, aber fahren mit 15 irgendwie so. Och nö, ich bin falsch gefahren, scheiße. Das Motorrad fährt heute wieder wie geschmiert. Echt geil, wirklich. Die fährt sich so gut. Kennt ihr das? Manchmal habt ihr so das Gefühl, irgendwie will das Motorrad nicht, dann fährt sich irgendwie komisch. Und manchmal läuft es einfach so dahin und la la la. Ihr könnt einfach so fahren. Eine Möglichkeit ist natürlich auch noch, dass ihr bei eurem Händler, falls ihr die nicht gebraucht kauft oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man das auch machen von Privatperson zu Privatperson so. Man kann natürlich auch ausmachen, dass man das Geld auf zwei Teile zahlt zum Beispiel oder drei. Wenn, das geht natürlich bei einem Händler wahrscheinlich einfacher, als wenn man das jetzt so gebraucht oder will haben kauft. Man kann natürlich immer versuchen zu verhandeln. Also wenn ihr Motorräder gebraucht kauft, dann würde ich immer versuchen, mit dem Preis zu verhandeln. Ich würde mich vorher eben informieren, was kostet wie viel oder was auch immer gemacht werden muss. Dann könnt ihr dann auch versuchen zu verhandeln. Und in den meisten Fällen lässt sich da immer noch ein bisschen was machen. Und dann, wenn ihr eben vom Preis noch was machen habt können, könnt ihr auch fragen, wenn ihr wirklich gar kein Geld habt oder halt es euch schwerfällt, die Summe auf einmal zu bezahlen, ob ihr vielleicht das auf zwei Teile oder so zahlen könnt. Falls euch irgendwas noch einfällt, wie man sparen kann, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Es würde mich auch interessieren. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was euch noch so für Methoden einfallen, wie ihr sparen könnt und wie das bei euch so war. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert mich. Und bis zum nächsten Video.